Paul Goltz war 19 und Wehrmachtssoldat in der Normandie, als die Alliierten landeten. Der D-Day beschäftigt ihn bis heute. Angst habe er damals nicht gehabt, erzählt er. Ihm sei einfach nicht klar gewesen, was auf ihn und seine Kameraden zukommt. Das war ja eine vollkommen neue Situation. Also irgendwie eine gewisse Neugier war da vorhanden. Eine Gefahr habe ich darin gar nicht so gesehen als Jugendliche. Nein, wie die Eltern, die haben mehr die Gefahren erkannt. Wir wollen zwar das vollkommen neu, also wir machen das jetzt mal. Zack. Paul Goltz war damals noch nicht lange Soldat. Vom Krieg hatte er noch nicht viel gesehen. Am 6. Juni 1944 änderte sich das schlagartig. Es war ja ein ziemliches Durcheinander, sowohl bei uns in unserer Einheit als auch bei den Fallschirmjägern, die gelandet sind. Die wussten auch nicht, wo sie genau. Das schlechte Wetter hat ja auch mitgespielt. Die wussten auch nicht, sie waren verstreut gelandet zwischen uns. Und die waren zwischen uns und wir zwischen denen. So, und jetzt mussten wir sehen, was passiert, um die Situation klar zu kriegen. Mehr als 150.000 Soldaten landeten am D-Day in der Normandie. Die größte Landeoperation der Militärgeschichte. Paul Goltz wurde an diesem Tag weder in Gefechte verwickelt noch verletzt. US-Soldaten nahmen ihn gefangen. Jahre später ist der deutsche Veteran noch einmal in die Normandie gereist, um an den Feierlichkeiten zum Jahrestag der Landung teilzunehmen. In vielen Orten wie hier in St. Mary-Glise sind historische Militärfahrzeuge unterwegs. Paul Goltz kann sich noch gut an sie erinnern. Als er während einer Führung auch die alten Bunkeranlagen wieder sieht, wird ihm noch einmal bewusst, wie viel Glück er damals eigentlich hatte. Also ich kriege ja heute noch einen Schreck, wenn ich sage, Mensch, was hätte dir passieren können? Und wieso bist du überhaupt übergeblieben? Also es gibt so etwas, dass ein Schutzengel sagt, Mensch, dich lass mir noch nicht umkommen. Ja. Bis zu 13.000 Soldaten verloren allein am D-Day ihr Leben. Auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Orglandes sieht Paul Goltz, dass viele damals genauso alt waren wie er. Mein Jahrgang, der Patsch, 25. Zum bewegendsten Moment wird jedoch eine zufällige Begegnung mit einem US-Veteranen. Er ist 88, fast genauso alt wie der Deutsche und teilt die gleichen Gefühle. Ich war 18 damals. Wir waren alle Kinder. Und als man aus dem Krieg kam, war man plötzlich erwachsen. Die alten Feindbilder von damals, für Paul Goltz existieren sie nicht mehr. Er ist den Alliierten dankbar. Wir müssen ja bedenken, wir haben die Demokratie gekriegt. Wie wäre das Europa anders verlaufen, wenn das nicht so gewesen wäre? Da denke ich auch oft dran. Für Paul Goltz sind die Strände der Normandie deshalb kein Ort der Niederlage, sondern ein Symbol für die Freiheit.